think why this is so? Erster Eindruck. Also der erste Eindruck des Spiels ist positiv, muss ich sagen. Ich habe es ja jetzt gestern oder vorgestern zum ersten Mal gespielt. Und der erste Eindruck ist durchweg positiv. Aber es gibt hier so ein paar Sachen, die ich richtig scheiße finde. So. Was ich nämlich richtig blöd finde, ist die Art, wie man jetzt neue Fähigkeiten und neue Waffen und all so ein Zeug freispielen kann. Nämlich, man spielt sie gar nicht mehr frei. Im Vorgängerteil oder in den meisten First-Person-Shooter oder generell in den meisten Spielen ist es ja so, dass du deinen Charakter irgendwie so auflevelst. Du spielst und du kriegst dann so Erfahrungspunkte und so weiter. Und dann kannst du halt irgendwie so Sachen dann freispielen. So ist man das ja gewohnt. In dem Spiel hier allerdings... jetzt bin ich tot. In dem Spiel hier ist allerdings so, dass du alle Waffen und alle Add-ons und alle Erweiterungen für deinen Charakter nur noch aus so behinderten Lootboxen kriegst. Weißt du, so ähnlich wie bei Rocket League, da gibt es ja auch diese Lootboxes, in denen dann aber zumindest meistens nur so ein kosmetische Sachen drin sind, so wie, keine Ahnung, neue Farbe für dein Auto und so. Aber hier in dem Spiel sind auch Waffen und Fähigkeiten und all der ganze Kram. Das kommt alles aus diesen Lootboxen, die aber zudem auch noch komplett random sind. Ich kann ja mal zum Beispiel... So, hier, ich habe zum Beispiel diese Waffe hier. Ich habe die Waffe hier, aber die hier habe ich noch nicht. Und ich kann die jetzt auch nicht irgendwie freispielen, indem ich jetzt einfach, keine Ahnung, meinen Charakter auflevel. Oh, wir haben übrigens gewonnen. Victory! Ich kann die Waffe jetzt nicht freispielen, sondern ich muss mir diese blöden Lootboxen holen. Und da ist dann eventuell, wenn ich Glück habe, ist diese Waffe dann da drin. Und das finde ich irgendwie, das ist so eine richtig behinderte Idee. Ich verstehe, warum die das machen, weil... das natürlich den Leuten Anreiz geben soll, dass die, du kannst diese Lootboxen, die bekommst du, wenn du spielst. Ich weiß nicht, ob bei jedem Level up oder so, aber hin und wieder kriegt man so eine Lootbox halt. So, und da, wenn du Glück hast, ist dann so eine Waffe da drin, die du haben möchtest. Aber meistens ist sie ja nicht da drin und du weißt ja auch einfach nicht, was du kriegst. Aber du kannst dir diese Lootboxen natürlich auch kaufen mit echtem Geld. Und ich denke mal, dass das die Idee ist, die dahinter steckt. Und das ist einfach so eine richtig miese Idee und weiß nicht, gefällt mir einfach nicht. Finde ich richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich blöd. Und ja, das ist so eine Attitude, die finde ich echt low.